motif, nous tous nous rassembler, nous tous nous avons trouvé qui moyen nous pour commencer. Il y en a qui péanisaient, mais il y en a beaucoup qui pleuraient. Mais moi, moi, je m'imagine si ça va pour détruire nos beautés. Vous avez dit, nous tous nous rassembler, nous tous nous joignons ensemble pour nous faire ensemble, nous l'indépendants. Bei den Seehunden.
Glenn hat so schöne viele Rollen mit den kleinen Seehunden gedreht, da hat er sich wohl den Nacken verrenkt. Und jetzt wird er wieder eingerenkt. Muss ein bisschen stöhnen, Glenn. Das war eine komische Stimme. Mach den Seehund. Mach den Seelöwen. Leider ist das Holz beim Niedergang weggebrochen. Jetzt kürzen wir das Stück, was da drin ist. Mit unserer professionellen Eisensägenblattsäge. Ja, man muss also mit dem Werkzeug auskommen, was man hat. Weil, wenn ihr hier mal rumschaut, hier gibt es nämlich nichts, wo man sich noch mal schnell was kaufen könnte. Und somit hat der Glenn da richtig Spaß. Aber das nennt man Handmade. Jetzt wird hier mit einem 10er Bohrer ein 12er Loch gebohrt. Landgang, das Wasser ist so flach. Jetzt werden wir hier vom besten Outboard-Motor gezogen, den man sich vorstellen kann. Landgang auf Isla Parida. Spaziergang beendet. War sehr schön, so wie in einem Garten mit vielen Kakteen und Sträuchern. War schön, mal wieder die Beine ein bisschen bewegt zu haben. Ich hoffe mal, dass das Wasser hoch genug ist, dass wir zurückfahren können. Das Dinghy wird jetzt wieder ins tiefe Wasser gebracht. Sehr schön. Es ist heute der 3. Dezember. Und vor der Lilith hängt unser Weihnachtskalender. Und wir hoffen, dass die Lilith jetzt ein großes Säckchen findet. Mit ganz viel Sachen schöne drin. Schitte, die 3 fehlt. Ich hab sie. Ah! Du musst ein bisschen mehr Freude zeigen. Eigentlich geht es um den Inhalt. Yay! Sehr gut. Und dazu gibt die Lilith heute auch noch ein Kaffeelikörchen aus. Das gucken wir uns mal an jetzt, das Kaffeelikörchen. Darf ich vorstellen? Oh, und vor allen Dingen... Ach, das Tequila. Das ist nämlich Kaffee-Tequila. Okay. Bei 18 Knoten laufen wir heute am 5. Dezember 2021 in die Bucht von La Paz ein. Alle sind noch an Bord, haben so die Sea of Cortez gut überstanden. Überlebt! Leider ist es heute etwas bewölkt. Die Limelight fährt aber immer noch super. Da hinten ist La Paz. Heute ist der 7. Dezember 2021 und es ist soweit. Die Lilith verlässt uns. Sie will tatsächlich heute nach Hause fliegen. Das heißt, sie will. Vielleicht kannst du ja mal sagen, wie es dir denn so gefallen hat. Ja, also mir hat es richtig gut gefallen. Ich hatte mega viel Spaß. Ich habe tolle Orte gesehen, viel erlebt und gelernt. Und ich komme auf jeden Fall wieder. Cool. Ja, also wenn es nach mir geht, kannst du gerne nochmal wiederkommen. Sehe ich genauso. Ich finde, es hat alles super geklappt. Ich meine, wir waren ja nicht die ganze Zeit dabei. Wir konnten wir das also nicht genau überwachen. Überwachen vor allem. Aber in der Zeit, wo wir da waren, hat es gut gefallen. Wir haben schön Karten gespielt, ja. Hatten auch einen guten Verlierer ab und zu. Ab und zu.
Also mir hat das Spaß gemacht. Glenn, wie hat's dir denn gefallen? Ja, also mir hat das auch super gefallen. Schön, dass du da warst. Wir haben einen schönen Monat alleine verbracht, wo man dann noch mal anders lernen konnte, als Mama und Papa dabei waren. Ein intensiver Crashkurs. Ein Arbeitslager. Arbeitslager Glenn. Und dann mit Mama und Papa hat das auch alles erstaunlich gut funktioniert. Hat viel Spaß gemacht. Ja. Konnte gut Karten spielen, feiern, kochen und schnorcheln. Und schwimmen nicht mehr ganz so viel, aber ja. Oder? Gut, du darfst auch gerne wiederkommen. Oder wir dürfen wahrscheinlich eher wiederkommen, als dass du alleine wiederkommst. Nur wer weiß. Ich darf nicht mehr. Deine Zeit ist jetzt vorbei. Dein Pensum ist voll. Na gut, dann wünsche ich dir einen schönen Heimflug und grüß mir alle Daheimgebliebenen. Mach ich. Aber ich möchte noch etwas ganz kurz sagen. Ich war total erstaunt. Die Lilith ist wie ein Schwamm. Die saugt einfach alles auf, weil alles in sich rein ist. So neugierig, will alles selber machen, fand ich total gut. Ja. Ja, also wenn euch das auch gefallen hat, dass die Lilith hier war, würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, uns einen Daumen oben gebt und auch gerne einen Kommentar dazu schreibt, wie ihr das seht. Kann Lilith wiederkommen oder nicht? I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. So, hier am Dingy Dock, Marina La Paz. Liliths Rucksack ist gepackt. Und auf geht's zum Flughafen. Da geht sie dahin. Ja. Ciao, ciao.